is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Die siegreiche Gemeinde. Und ich sah, und es war wie ein gläsernes Meer mit Feuer vermengt. Und die den Sieg behalten hatten über das Tier und sein Bild und über die Zahl seines Namens. Die standen an dem gläsernen Meer und hatten Gottes Hafen. Jetzt ist die Gemeinde noch die kämpfende Gemeinde. Jetzt sind wir mit einer Welt konfrontiert, die im Dunkeln liegt und fast vollständig dem Götzendienst ergeben ist. Doch der Tag kommt, an dem die Schlacht geschlagen und der Sieg errungen sein wird. Dann wird auf der Erde ebenso der Wille Gottes geschehen, wie jetzt im Himmel. Die Erlösten aus allen Nationen werden kein anderes Gesetz als das Gesetz des Himmels kennen. Alle werden eine glückliche, vereinte Familie sein und die Kleider des Lobes und der Dankbarkeit tragen, das Gewand der Gerechtigkeit Christi. Die ganze Natur in ihrer unvergleichlichen Schönheit wird Gott als Tribut, Lobpreis und Anbetung darbringen. Die Welt wird ins Licht des Himmels getaucht sein. Das Licht des Mondes wird so hell sein wie das Licht der Sonne. Und das Licht der Sonne wird siebenmal stärker sein als jetzt. Ein glückliches Jahr wird dem anderen folgen. Über diesen Geschehen werden die Morgensterne gemeinsam singen. Und die Söhne Gottes werden vor Freude jauchzen. Während Gott und Christus einstimmig verkünden, es wird keine Sünde mehr geben, auch der Tod wird nicht mehr sein. Stellt euch an die Schwelle der Ewigkeit und hört das freundliche Willkommen, das allen gilt, die in diesem Leben mit Christus zusammengearbeitet haben und es als Vorrecht und Ehre betrachten, um seinetwillen zu leiden. Mit den Engeln legen sie ihre Kronen dem Erlöser zu Füßen und rufen: Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dann begrüßten die Erlösten diejenigen, von denen sie zum erhöhten Heiland geführt worden waren. Sie vereinen sich im Lobpreis dessen, der starb, damit Menschen ein Leben bekommen, das sich mit dem Leben Gottes misst. Der Kampf ist vorüber. Alle Nöte, alle Auseinandersetzungen sind vorbei. Siegeslieder erfüllen den ganzen Himmel, wenn die Erlösten um den Thron Gottes versammelt sind. Alle greifen die freudige Strophe auf, das Lamm, das geschlachtet ist und uns für Gott losgekauft hat, ist würdig. The Lord is coming. Are you ready?